Hi und willkommen zu einem neuen DSDS-Talk hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Mall. Ich habe hier wieder meinen schlauen Zettel, wo ich mir meine Notizen gemacht habe zur heutigen DSDS-Sendung. Mal ein bisschen besser ausleuchten hier. So. Und fangen wir am besten mit dem ersten Kandidaten an. Ich habe jetzt hier nicht alle Kandidaten drauf, sondern nur die, die ich persönlich am besten fand. Ich muss schon mal mein Handy beiseite legen. Dennis hatte teilweise eine tolle Stimme, außergewöhnlich, und ich finde es gut, dass Dennis sich getraut hat, da hinzugehen. Ich sage immer so viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war überrascht. Teilweise hatte er voll die angenehme Stimme. Da hat mir das wirklich gut gefallen. Und ich bin gespannt, was aus ihm wird, wenn die Vocal Coaches so ein bisschen mit ihm gearbeitet haben. Dann kommen wir zum Michael. Michael ist der Russe, wo kann gut tanzen und kann auch gut singen und hat das Waschbrettbauch oder wie sagt Sixpack. Ja, war mal ganz lustig. Es hat mich unterhalten. Dann, und er hatte Selbstbewusstsein und das finde ich immer gut. Wenn man Selbstbewusstsein hat, finde ich das toll. Dann Simone. Sieht süß aus und die Stimme fand ich sehr anstrengend, muss ich sagen. Also sie sah wirklich gut aus, niedlich, und ihre Stimme war aber so, es klang immer so angestrengt, als würde ihr das Singen anstrengend, schwerfallen. Da bin ich gespannt. Wie siehst du das? Also schreibt eure Kommentare mit und am Ende drückt wieder auf Abschicken bzw. Antworten und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Dann kommen wir zu Erwin. Erwin hat mich total erinnert von der Stimme her, teilweise dieses Wild Lips, Pale Face, dieses Weiche, so wie Luca Henny. Ich musste sofort an Luca denken und bin gespannt, wie weit er kommt, aber hat eine super Stimme, hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu Gabriele. Das war überhaupt nicht mein Geschmack. Ich weiß auch gar nicht genau, was er gesungen hat. Und ja, dann Nora. Ich mag sie irgendwie. Nora fand ich irgendwie cool, das hat mir super gut gefallen. Bin gespannt und freue mich da auch weiter, wie es mit ihr weitergeht und wie weit sie kommt. Und ja, jetzt kommen wir zu Manuel. Manuel, da bin ich sehr zwiegespalten. Manuel hat mir Angst gemacht und ich dachte zeitweise, Manuel ist ein Schauspieler und wurde engagiert, um da aufzutreten. Also 40 Stunden nicht geschlafen, schon eine hammerharte Geschichte. Ich bin gespannt. Nee, das war gar nicht Manuel. Bei Manuel war ich zwiegespalten. Silvio macht mir Angst. Silvio war der Schauspieler, wo ich dachte so, was geht denn mit dem ab? Aber er wird seine Gründe haben. Wie sie gesagt, vielleicht war er wirklich nur ein Schauspieler. Dann kommen wir zu Menderes. Ich fand es richtig scheiße, dass er nicht weitergekommen ist. Ich bin irgendwie mittlerweile seit einigen Jahren echt für ihn, dass er weiterkommt. Und ich finde es so, so schade. Wisst ihr, Dieter Bohlen hat ihm ein Ja gegeben, die anderen nein. Und ich finde, Dieter hat ihm damit noch mehr wehgetan, indem er gesagt hat, du, das war dein bester Auftritt aller Zeiten und dann kommt er nicht weiter. Wenn es doch der beste Auftritt war und er die letzten beiden Male weitergekommen ist und heute nicht, dann finde ich das verdammt unfair. Menderes, wenn du dieses Video siehst, ich bin für dich und ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Anfang habe ich über dich gelacht, mittlerweile lache ich mit dir, weil es echt unterhaltsam ist und ich es gut finde, dass du deinen Traum so verfolgst. Ich finde das einfach toll. Dann muss ich noch mal was sagen zu den Tänzen. Heute wurde ja viel getanzt. Ich finde, dass die Mädels, ey, das hat doch nichts mehr mit Tanz zu tun. Ich finde das voll schade. Warum müssen die so bitchig rumtanzen? Warum, das, ey, weniger an und es sieht aus wie Go-Go-Dancing oder irgendwie an der Stange tanzen, muss ich sagen. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Hat überhaupt keinen Stil und keine Klasse. Natürlich ist das gewollt von RTL, das so reinzuschneiden, aber das finde ich schade, Mädels. Macht das nicht. Dann war heute wenig Werbung. Zwei Werbeblocks, glaube ich. Ich glaube, ja. Ich dachte so, oh mein Gott, in der ersten Stunde, wann ist Werbung? Ich muss mal. Seid ihr auch Werbung, Pinkler? Ja, ich auch. Und ja, ich muss jetzt mal eben ganz kurz mit meinem Handy ganz schnell einen Songtext raussuchen. Und zwar möchte ich heute singen einen Teil aus Closer. Und ich hoffe, ich finde jetzt einen Songtext. Denn Closer war mein Lieblingssong. Poste mir mal bitte oder schreib mal bitte rein, welcher Song heute dein Lieblingssong war und welcher Kandidat dir heute am besten gefallen hat. So, Closer, Closer, Closer. Nein, ich möchte keine App downloaden. Closer, Closer. Turn the lights off in this place. And she shines just like a star. And I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here.
I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control me. Come closer, come closer. Und jetzt müsste ich eigentlich hören, singen kann ich aber nicht. Und dann muss ich. And I just can't pull myself away. Under a spell I can't break. I just can't stop. I just can't stop. Ja, das war's von mir. So, bin ich im Recall? Ihr entscheidet ja oder nein. Wenn dir dieser DSDS-Talk gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Wenn du jetzt deinen Kommentar abschickst, freue ich mich sehr darüber und ich empfehle dir am Ende dieses Videos nochmal einen Follow Me Around, wo ich zur Fashion Week in Berlin war. Schau es dir also definitiv an. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten DSDS-Talk, euer Bastian. Ciao! Hi, hi, ich bin's, euer Basti. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin unterwegs und zwar auf der Fashion Week. Das ist Cevan. Cevan, richtig ausgesprochen? Was? Cevan, richtig ausgesprochen? Ja. Er ist auch Blogger und ich verlinke euch seinen Blog mal unten in der